Boah, die ganze Zeit hört man ihre Schritte, ey. Heftig. Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Village. Den achten Teil der Hauptreihe, der achten Teil der Hauptserie. Leute, im letzten Part solltet ihr auf jeden Fall zurückschalten, wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt. Im letzten Part haben wir... Im letzten Part haben wir das nicht. Im vorletzten Part haben wir auf jeden Fall die letzten zwei Töchter von Alcina Dimitrescu beseitigt. Und seitdem ist sie richtig sauer. Im letzten Part haben wir noch die letzte Maske gesucht, die wir für die vier Säulen hier brauchen, um hoffentlich von ihr rauszukommen, lebendig. Und ja, stimmt, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Hier haben wir auch eine Kugel letztens gefunden. Im letzten Part oder vorletzten Part, weiß ich nicht. Im vorletzten Part. Kugel, Blume und Schwerter. Ich weiß nicht... Okay. Soll man anscheinend wohl... Okay. Das ist ja cool. Das sieht cool gemacht aus. Wie, war das falsch? Oder wie sehe ich das? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Oder kann man vielleicht auch andere Wege nutzen? Kann man noch andere Wege nutzen? Nee, glaub nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht. Deswegen frage ich mich, was jetzt daran falsch war. Oder ob überhaupt irgendwas falsch war. Ich habe keine Ahnung. Na! Ah! Achso, muss es denn das richtige Loch oder was? Und da gibt es drei Löcher, okay. Vielleicht muss es denn das ganz da hinten links. Könnte ja natürlich sein. Nein! Falsch! Boah, man hört die ganze Zeit ihre Schritte, ey, ich glaub's nicht. Die sucht uns die ganze Zeit anscheinend. Verständlich. Verständlich sucht die uns natürlich. Ja, vielleicht. Nein, 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 nein. Oh, doch. Richtig. Ja, Mann. Roter Schädel. Den können wir, denke ich mal, auch verkaufen, denke ich mal. Das war der einzige Grund, warum wir den überhaupt haben. Sieh dich in aller Ruhe überhaupt bekommen haben. Dann werden wir ihn doch mal direkt verkaufen. Das sieht doch mal richtig cool aus. Ja, Mann. Oh, wie kommst du denn an so ein Schmuckstück? Das war direkt in deiner Nähe. Direkt. Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Dankeschön, aber es war direkt in deiner Nähe. Das hättest du auch selber machen können, hättest du die Kugel gehabt. Aber die Kugel hast du nicht. Wo ist die? Ich speichere vorher. Ich möchte das nicht normal machen, unbedingt für den Fall, dass ich verkacke. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wo die ist. Okay, nur noch diese eine Maske. Jetzt bist du dran, Ethan Winters. Nein! Ich will nicht dran sein. Ich bin nicht dran. Du bist dran. Yu-Gi-Oh! Alcina, kennst du Yu-Gi-Oh? Hast du es früher mal geguckt?
Nee, so was wie sieht nicht so aus, als würdest du sowas wie einen Fernseher in dein sagenhaftes Schloss haben oder besitzen. Dafür, dass es hier echt modern aussieht, aber auch mittelalterlich. Mittelalterlich modern, sag ich mal so. Ja. Geh weg. Dankeschön. So, die letzte Maske des Zorns. Die Steinmaske vom Dach des Schlosses. Sie strahlt eine unermessliche Wut aus. Sie, so wie von Aisina. Dimitrescu. Ach du Scheiße. Boah, der Händler zerstört die ganze Atmosphäre mit seinen Gestöhne. Aber jetzt bin ich mal echt gespannt. Mach die Tür zu. Unbedingt. Obwohl, die wird eh checken, dass wir hier drin sind. Das wird die eh checken. Okay. Ich weiß nicht, was passiert. Ich rüste mich einfach vorsichtshalber aus, lade alles nach, was geht. Und dann let's go. What the fuck, wo sind wir denn jetzt? Ich dachte, es gibt keine Ladezeiten in Resident Evil 8. Okay, das war vielleicht eine Ausnahme. Oder es liegt daran, weil es halt nicht die PS5-Version ist. Also halt, auf der Next-Gen-Konsolen. Vielleicht liegt es daran. Kann natürlich auch sein. Würde mich nicht wundern. Ansonsten, keine Ahnung. Und selbst wenn es auch auf den Next-Gen-Konsolen ist, mit einer kurzen Ladezeit, das verzeihe ich dem Spiel, weil das Spiel ist genial. Es ist bis jetzt wirklich atemberaubend schön und schön gestaltet und es macht Spaß und es macht gleichzeitig auch Angst und bereitet mir auch in manchen Situationen echt Panik. Heilige Scheiße. Ich muss sagen, ich bin echt bisher positiv echt überrascht von diesem Game. Und vor allem das, was ich über die Töchter gelesen habe, dass die irgendwie jetzt irgendwie behandelt worden sind und dass anscheinend diese ganzen Fliegen quasi diesen menschlichen Körper geformt haben. Dass, ich weiß nicht, wie das auch unbedingt gehen soll, aber klingt auf jeden Fall logischer als ein Mensch, der sich in kleine Fliegen auflöst. Finde ich, klingt schon etwas logischer. Also halt, wenn es wieder in diese Richtung von... Ja, Bio-Waffen und sowas geht. Bio-Experimenten, ihr wisst schon. Wo es sehr wahrscheinlich wieder hinauslaufen wird. Ist das hier eine Kirche oder was? Und warum ist hier alles kaputt? Hier ist alles im Arsch. Moment mal, diese Stelle kenne ich, glaube ich, aus dem Trailer. Oh mein Gott, ja Leute, diese Stelle kennen wir aus dem Trailer. Und das ist einfach mal ein Sarg. Mit dem Symbol der Dimitrescu-Familie. Das Symbol der Dimitrescu-Familie. Öffnen. Ach du Scheiße! Wer bist du denn? Aber danke für den Dolch, wenn ich den mal eben so an mich reißen darf. Du hast alles ruiniert! Scheiße!
Scheiße! What the fuck? Neuer Look. Viel besser als der alte. Psycho-Hexe. Und Ethan mit seinen coolen Sprüchen parat, ey. Aber was soll ich tun? Alter! Was soll ich denn gegen der machen? Gegen dieser Psycho-Hexe. Ach du Scheiße. Wo ist die? Ach du Scheiße. Aber jetzt, guck mal, jetzt, Leute. Jetzt mal ernsthaft. Ethan wurde gerade von Dimitrescos Tyrant-langen Clown total aufgespießt, ja? Und, ja, wirklich? Ach du Scheiße, die macht alles kaputt. Da! Ah! Zu spät für Reue! Ich hab keine Reue! Es reicht nicht bei dir, Hexe! Warte mal, bin ich auf Gefahr oder? Wo kann man das sehen? Nee, ist eigentlich noch auf Orange. Okay. Denke ich mal, hoffe ich mal. Scheiße! Was gibt dir das Recht, das Leben deiner Tochter über das meine zu stellen? Haha, die ist runtergefallen. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Ach du Scheiße! Ich werde dich zermalmen! Nein, bist du nicht! Getroffen! Oh nein, 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 nein! Ach du Scheiße! Okay, man ist wirklich nirgendwo vor dieses Ding sicher. Ach du Scheiße. Gib endlich auf! Deine Tochter gehört jetzt uns! Never! Oh. Shit! Ach du Scheiße! Nein, tust du nicht! Bitte! Rose ist unsere einzige Hoffnung! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Wie ich das kann. Ich brauche Blut. Mehr. Mehr Blut. Die dreht völlig durch! Die dreht völlig durch! Du kannst mehr vorhin, Ethan!
Was? Ja, komm, sei nicht schüchtern. Zeig mir deine Angst. Endlich! Nein! Ich fress dich mit Haut und Haar. Get down! Hol dich, der Teufel! Es ist zu spät! Du siehst deine Rose nie wieder! Was dir bleibt, es schmerzt! Viel Spaß in der Hölle. Ach du Scheiße. Wir haben Lady Dimitrescu besiegt. Wir haben Alcina Dimitrescu besiegt. Ach du Scheiße. Was für ein Fight, bitte. Oh mein Gott. Also mir war klar, dass die irgendwann mutiert. Und als diese Flügel aus ihr rauskamen, dachte ich erst, die verwandelt sich wirklich in so eine Riesenfledermaus. Okay, es war ja auch sowas ähnliches wie eine Fledermaus, zumindest dieses Vieh ein bisschen. Das hat so zumindest Fledermausflügel, wie man hier sehen kann. Aber, Alcina war jetzt zum Schluss mal richtig hässlich. Oh mein Gott. Alter. Also, ich habe auch schon gehört von einigen anderen Leuten so, die das Spiel gespielt haben, dass die Bosskämpfe zu leicht waren. Irgendwie, dass die deswegen enttäuscht sind oder so. Aber, also ich fand das schon ansprechend, muss ich sagen. Also ich fand das jetzt nicht zu leicht und auch nicht zu schwer. Also allgemein, Bosskämpfe in Resident Evil waren eigentlich nie wirklich schwer. Außer die einzige Ausnahme ist vielleicht der Endboss aus Revelations. Der war schon eine etwas andere Nummer, finde ich. Also bei dem habe ich schon echt mehrere Versuche gebraucht. Aber sonst? Ich kann es gar nicht glauben, wir haben ernsthaft Alcina Dimitrescu besiegt. Ach du Scheiße. Genau, und im Kampf wollte ich das ansprechen, aber ich konnte es ja nicht so wirklich. Alcina, also Dimitrescu, Lady Dimitrescu hat Ethan mit ihrer sehr langen Tyrant-Klaue aufgespießt und der hat das überlebt. Genau deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie, dass das irgendwie noch eine Fähigkeit ist, die vom Pilz übrig geblieben ist, dass er einen Impfstoff bekommen hat oder so, glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass er gar keinen davon erzählt hat. Das ist nur meine Vermutung, dass er gar keinen davon erzählt hat, dass er mit dem Pilz immer noch infiziert ist und dass er deshalb diesen Scheiß überlebt, weil normalerweise wäre er jetzt tot, eigentlich. Normalerweise wäre man tot. Der wurde komplett aufgespießt durch seinen Brustkorb. Das überlebt kein normaler Mensch und deswegen, der ist 100% noch mit dem Pilz infiziert. 100%, da bin ich mir sicher. Was ist das? Ich komme hier wohl endlich raus. Anscheinend. Dreckiges. Was? Was ist das? Ich will's wissen, ich will's sehen. Dreckiges Glasgefäß. Ein Glasbehältnis mit dem Blume- und Schwertersiel. Es ist zu dreckig, um den Inhalt sehen zu können. Anscheinend. Es sieht aber so von Glas her ziemlich gelblich aus. Aber ist anscheinend schon sehr dreckig. Kann man irgendwas... Man kann nichts damit machen, okay. Was auch immer das sein soll.
Boah, kann ich mich heilen? Unbedingt, bitte. Ich kann nichts erstellen, aber ich kann mich heilen. Mit meinen nur 3 Fingern. Ach du Scheiße. Leute, wir haben das Schloss hinter uns. Wir haben das Schloss geschafft. Wir haben bestimmt nicht alles gefunden. Ich habe auch nicht... Ich guck auch ehrlich zu wenig auf die Karte, muss ich ehrlich sagen. Das tut mir leid. Ich guck mal, ob ich mich vielleicht noch mal im Schloss umsehe, wenn ich die Möglichkeit habe. Aber ansonsten... Rose. Nach Rose suchen. Ach so, vermutet er, dass die jetzt vielleicht im Haus ist? Das wäre doch mal was. Wo sind wir hier? Ey, der ohne Scheiß, das sieht schon echt schön aus, ey. Das ist alles hier. Das Game ist geil. Das Game ist super. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Also, bis jetzt überrascht es mich ehrlich positiv. Hier ist eine Schreibmaschine. Und ein Topf. Ein leerer Topf. Rostige Reste. Okay, hier ist nur ein Speicherpunkt, mehr nicht. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bring sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen, runter ins Dorf. Okay. Speichern wir auf jeden Fall. Speichern wir erstmal. Okay. Warte, ich guck mich erstmal. Hier kann man nicht durch. Das scheint verschlossen zu sein. Oder kann man das aufballern? Ja, man kann es aufballern. Dann landen wir irgendwo anders wieder. Keine Ahnung wo. Warte, nee, dann gucke ich mich erst nochmal woanders hin. Woanders um, weil ich denke mal, das hier wird der Ausgang sein. Denke ich mal jetzt vermutlich. Es gibt hier so viele Wege, Mann. Da kann man sich ja gar nicht entscheiden. So, was ist hier? Hier ist nichts weiter. Okay. Boah, ohne Scheiß, ich kann es gar nicht glauben, ne? Lady Dimitrescu, das ist ja die diese Vampir-Lady, die wirklich im Internet gehypt worden ist, ne? Richtig, die war ja richtig, die ist, wird wahrscheinlich bis heute noch richtig gehypt, ne? Und die haben wir jetzt einfach mal umgebracht. Alter. Okay, einfach mal. Vorher weniger, aber halt, ne? Wir haben sie besiegt. Damit kann man nichts machen. Dafür brauchen wir eine Kurbel oder sowas. 100 Pro. Irgendeine Art von Kurbel. Okay. Aber das haben wir momentan nicht. Also können wir momentan nichts machen. Also gehen wir, denke ich mal, einfach mal durch das große Tor. Ist, denke ich mal, momentan die einzig logische und richtige Wahl. Oh mein Gott, Leute. Man kennt ja durch die Demos halt das Schloss Dimitrescu und so, aber den Rest kennt man ja so gar nicht. Jetzt bin ich mal ehrlich gespannt. Kann man die Fische eigentlich auch erschießen? Kann man? Weiß ich gar nicht. Ja, kann man. Ach du Scheiße. Ah. Jäger. Ich bin ein Jäger, weil ich einen Fisch getötet habe. Ey, echt Tiermörder. Aber nein, das kann man ja wirklich. Man kann hier Tiere jagen. Und daraus kann der Händler dann später, wenn man den Händler trifft, der kann dann, wenn man genug, denke ich mal, hat, irgendwie Gerichte kochen. Also nicht für sich, sondern für uns. Und das. Hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch. Aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht
erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. O Allmächtige, hört unsere Stimme. Das ist die alte Oma am Anfang des Dorfes. Aus den unendlichen Tiefen, im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht, ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie! Jedes Mal haut die ab. Und natürlich hat er jetzt die Tür zugesperrt. Jedes Mal haut die ab. Das Kind soll geopfert werden, ey. Oh mein Gott. Geflügelter Schlüssel. Das ist wieder mit dieses Federsymbol, das wir überall hier sehen. Hier, da und da. Das Kind soll geopfert werden. Ihr seid doch verrückt. Ja, hier ist das Dimitrescu-Symbol. Das habe ich keine Ahnung. Das ist, glaube ich, von Heisenberg. Und das habe ich vergessen. Und das, keine Ahnung. Aber das da und das da und das da und das da. Diese dunkel- und weiß gestreiften Dinger da. Das erkennt man. Das soll... Auch hier, das erkennt man. Das ist ein Umbrella-Logo. Ein Umbrella-Symbol. Das erkennen wir. Auch wenn die Texturen... ab und zu mal ein bisschen brauchen, um besser zu laden. Oh ja. Leute, Leute. Was hat Umbrella wieder damit zu tun? Das fragen wir uns natürlich. Ein Bild wieder von Mutter Miranda. Keine Ahnung warum. Was ist das für ein Bild? Kann man das irgendwie näher betrachten? Auch Mutter Miranda. Mutter Miranda. Nochmal Mutter Miranda. Ist das auch Mutter Miranda oder was? Mit einem Kind in der Hand? Ja, wenn das Kind schon geopfert werden soll, dann sollte Mutter Miranda keine Kinder in den Händen halten. Also würde ich so sagen mal, ne? Ach du Scheiße. Genau, ach ja, was ich sagen wollte, wir haben ja gerade Fische gejagt und man kann, wenn man genug Zutaten hat, kann man zum Händler gehen und er kann dann Gerichte kochen und die kann man dann essen selber und das erhöht dann, glaube ich, irgendwelche Fähigkeiten von Ethan, dass er vielleicht mehr Ausdauer hat oder so. Richtig nice. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Diese Oma auch immer mit ihren Geheimnissen, mit ihren Rätseln. Ist das? Was ist das? Was ist das? Riesengroße Statuen? Und etwas in der Mitte. Das ist ein Umbrella-Symbol. Was kann man damit machen?
Dieses Symbol sieht sehr vertraut aus. Ja, wir kennen, also ich weiß nicht, ob Ethan das originale Umbrella kennt, das rot-weiße, aber Ethan kennt auf jeden Fall das blaue Umbrella, also Blue Umbrella, das ja in Teil 7 zu einer der Guten gehören soll. Deswegen, da frage ich mich, was hat jetzt Umbrella damit wieder zu tun und welche Seite, Blue Umbrella oder halt wieder das Umbrella, das wir ursprünglich kennen? Das halt für ziemliches Böse verantwortlich ist. In der Welt von Resident Evil. Und das schon seit mehreren Jahren. Obwohl, Umbrella gibt es ja so gesehen eigentlich nicht mehr. Das sind höchstens dann irgendwelche Überreste, die von Umbrella übrig geblieben sind. Können wir hier mehr nicht machen? Das sieht gruselig aus. Boah, Leute, aber ich würde sagen, das ist hier ein perfekter Ort, um den Part zu beenden. Hier passiert nichts, hier ist alles ruhig und friedlich und still. Und dann würde ich sagen, Leute, bedanke ich mich bei euch wieder herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser krasse Bossfight mit Alcina Dimitrescu hat euch gefallen. Was für ein Kampf, ey. Wir haben das Schloss ernsthaft hinter uns. Leute, dann bedanke ich mich bei euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!